So, und darum geht's heute hier. Hier sind die Teile, die ich verwenden werde. Ich fange einfach mal mit dem Gehäuse an. Und zwar ist das hier das Cooler Master, die Cooler Master Masterbox Lite 3. Und zwar ging es darum, dass ein 5,25 Zoll Slot da ist, dass das Ding schlicht ist, dass das nicht zu ramschig aussieht. Ja, steht im Büro, aber ist egal. Dann kommen wir zum Mainboard hier, das ist das Gigabyte B450M DS3H Micro ATX Mainboard ARM 4 für einen Ryzen. Da könnte man theoretisch auch den größten Ryzen Kollegen drauf stopfen, wenn man möchte. Dann hier G-Skill Value RAM 2x4 GB, 2400 MHz CL15. Ich habe mit den RAM gute Erfahrungen gemacht. Kostet halt relativ wenig, sieht jetzt zwar nicht so obergeil aus, keine Hitzefrieder drauf. Selbst für einen Gaming-PC könnte man, wenn man jetzt nicht viel Geld ausgeben möchte, könnte man den empfehlen. Ich habe schon gute Erfahrungen, wie gesagt, damit gemacht. Den letzten, den ich hatte, den konnte ich ohne Probleme auf 3200 MHz laufen lassen. Ja, das ist schon nicht schlecht. Samsung M2 SSD als Systemplatte, eine 860er Evo. Ist schon ein bisschen älteres Modell, war halt aber günstig gewesen. 250 GB reicht völlig aus. Derjenige, für den ich hier den Bürorechner baue, der hat noch externen Speicher da. Ich glaube, mittlerweile sind wir ja bei der 79er Evo-Reihe schon angekommen. Das ist kein Mini-Rechner. Nein, das ist ein CD-Laufwerk. Richtig, das war auch gewünscht gewesen, DVD-Laufwerk, DVD-Brenner. Deswegen auch der 5,25 Zoll Schacht im Gehäuse. Wird mit eingebaut. Dann kommen wir zum Prozessor. Ich habe mich hier entschieden für eine APU, quasi für einen Prozessor mit einer integrierten Grafikeinheit. Und zwar der Ryzen 3 2200G. Mit 4x3,5 GHz Grundtakt. Maximaler Boost-Takt 3,7 GHz und ja, mit integrierter Vega 8 Grafikeinheit für einen Bürorechner mehr als ausreichend, um nur ein Bild zu zeigen und mal ein YouTube-Video abzuspielen. Der kommt dort rein. Dann wird das Ganze gekühlt. Ich könnte einen Boxkühler nehmen, wollte aber, dass das Ding nachher am Ende auch leise ist. Hab dann preis-leistungsmäßig geguckt, hab mich vorher auch ein bisschen belesen. Und bin dann zum Schluss gekommen, hier diesen Arctic Freezer 33 zu nehmen. Ich hatte eigentlich den TR bestellt. Angekommen ist der in der eSport Edition. Was jetzt nicht so schlecht ist, weil ich glaube, das ist der bessere. Ja, gut. Werden wir mal sehen, wie der nachher am Ende kühlt. Ich denke, der macht das ziemlich gut. Was ich so gelesen habe, ist der Preis-Leistungsmäßig wirklich ganz vorn dabei. Und zu guter Letzt wird das Ganze versorgt von einem BeQuiet Pure Power 10 mit 300 Watt. Die 300 Watt sind eigentlich auch noch überdimensioniert. Ja, also ich denke, wenn der nachher am Ende 100 Watt verbraucht, ist das schon reichlich. Werden wir dann aber sehen. Ich werde auf alle Fälle mal eine Leistungsmessung machen und mal sehen, wie viel der so bei maximaler Auslastung dann am Ende wirklich an Strom zieht, beziehungsweise wie viel Leistung er aus der Steckdose nimmt. So, dann wünsche ich euch viel Spaß jetzt hier beim Zusammenbau von dem kleinen Low-Budget. In Anführungsstrichen, man könnte ihn auch als kleinen Anfänger-Gaming-PC nehmen, wenn man eine Grafikkarte noch dazu kaufen würde. Aber dazu erzähle ich später dann mehr.
So, ich habe jetzt mal den Rechner eingeschalten und installiere jetzt Windows 10, also er läuft auf alle Fälle. So, wie ihr jetzt hier seht, der CPU-Kühler hat normalerweise zwei Lüfter drauf. Ich habe das jetzt so gemacht, ich habe jetzt den Gehäuselüfter, der jetzt dabei war, und von hinten nach vorn gebaut. Der CPU-Kühler läuft jetzt mit einem Lüfter und der zweite Lüfter vom CPU-Kühler ist jetzt hinten dran. Also haben wir jetzt quasi hier einen schönen geradlinigen Airflow. Oben das Netzteil zieht auch noch ein bisschen was raus. Also das sollte eigentlich so passen mit diesen drei Lüftern. Völlig ausreichend. Ja, hat sofort gebootet ohne Probleme. Und ich installiere jetzt mal Windows und schauen mal, was dann so an Leistung drinsteckt in dem Ryzen 3 2200K. So Leute, herzlich willkommen hier beim quasi Game Test. Ich muss dazu sagen, der Game Test fällt etwas dürftig aus, weil ich persönlich nur BF spiele. Ich habe jetzt hier keine 1000 Games am Start und ich bin jetzt gerade dabei, hier BF einzuzocken mit einem Ryzen 3 2200K und der integrierten Vega Grafikkarte. Und ich muss sagen, ja, das ist definitiv drin, ja? Also es geht. Ich habe jetzt gerade den Fraps Benchmark laufen und ich hatte gerade so 30 FPS gehabt. Ich hatte am Anfang gesagt, das System wird wahrscheinlich keine 100 Watt ziehen. Das stimmt nicht. Also jetzt hier beim Zocken bin ich bei ca. 100 Watt, ganz genau 99, 100, ja, 101, so um die 100 Watt beim Zocken jetzt hier. Man muss dazu sagen, man kann definitiv wirklich mit dem Ryzen 2200 hier mit der Vega 8 kann man definitiv zocken. Battlefield ist jetzt natürlich sehr CPU-lastig. Ich weiß nicht, wie es dann bei anderen Spielen aussehen würde, aber ich denke, da würde die sich jetzt ähnlich gut schlagen. Ja, gute Sache, gefällt mir. Und ich bin nochmal gespannt, was mit OC noch rauszuholen ist. So Leute, zurück. Und zwar das Ganze jetzt mit Overclocking hier. Läuft genauso gut wie vorher, wie im Detail. Das sehen wir dann, wenn ich den Fraps Benchmark mit Minmax FPS durchlaufen lassen habe. Den starte ich jetzt noch. Und das Ganze gönnt sich jetzt ungefähr 150 Watt, 145, 146 Watt aus der Steckdose, 50 Watt mehr. Schon jetzt nicht so wenig. Aber es ist auf alle Fälle spielbar, wie gesagt. Und das ist das Wichtigste. Also man kann wirklich mit dem Ryzen 2200 wirklich auch mal ein Spiel machen. Battlefield ist halt wirklich sehr CPU-lastig, hatte ich ja vorhin schon gesagt, und da geht sicherlich in anderen Games im Singleplayer noch mehr. Ich spiele jetzt hier gerade wirklich auf dem 64er Server. Das läuft, hätte ich nicht gedacht. Ich bin echt überrascht. Also kommen wir mal kurz zum Overclocking. Ich habe jetzt hier den 2200G, habe ich jetzt hier auf 3,9 GHz All-Core getaktet. CPU-Spannung ist 1,4 Volt. Das klingt jetzt erstmal viel, aber wenn er jetzt im Standardmodus läuft, boostet er auch schon bis 1,4 Volt hoch. Bei 3,7 GHz maximal Boost-Clock. Dann habe ich jetzt hier die GFX, die APU, auf 1,6 GHz laufen. Dafür habe ich aber die SoC-Spannung auf 1,2 Volt angehoben und die GFX-Voltage auf 1,3 Volt. Ja, so als Nebenwert könnt ihr euch vielleicht mal merken, falls ihr da was vorhabt mit dem Übertakten. Habt ihr da mal ein paar Werte. So, ich würde jetzt nochmal den Cinebench starten. Jetzt hier der Ryzen 3 2200G mit 3,9 GHz All-Core und los geht's.
Das Ganze dauert etwas länger. So, 587 Punkte, Multicore Bench in Cinemark. Das ist jetzt nicht so schlecht. Ich hatte gestern mal mit 4 GHz Cinebench laufen lassen, das habe ich auch noch hinbekommen, aber Gaming ging dann nicht mehr. Da hatte ich so um die 610 Punkte. Ich denke mal, wenn man jetzt so krass wäre und dort eine Wasserkühlung draufpacken würde, was eigentlich keinen Sinn macht, dann würde man sicherlich noch ein bisschen was machen können mit dem Core Clock. Aber ja, damit kann man schon zufrieden sein für so ein, sagen wir mal, Low-Budget System auf alle Fälle. So, ich würde jetzt mal einmal hier den Firestrike durchlaufen lassen. Wie ihr hier seht, GPU Clock 1600 MHz, 3,9 GHz All Core. Speicher läuft auf 3000 mit CL16. Ich starte das Ganze mal, lasse das mal im Schnelldurchlauf durchlaufen und dann schauen wir uns mal die Temperaturen an, die wir maximal hatten. Und ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Oh, 3351 Punkte, das ist jetzt nicht so die Welt. Das Einzige, was mir jetzt aufgefallen ist, dass hier immer eine Meldung kommt, dass der Treiber, Grafiktreiber nicht akzeptiert wurde. Es ist aber der neueste AMD Grafiktreiber drauf. Haben einen GPU-Score von 3800 Punkten und einen Physics-Score von 8123 Punkten. Ja, das ist gut, eine Steigerung von 800 Punkten im GPU-Score. Das ist schon recht ordentlich. Also, da kann man definitiv nicht meckern. So, gucken wir mal, was die Temperaturen hier gesagt haben. Ich habe jetzt mal Hardware-Info installiert. Hier maximal 58 Grad, ja, zusammen mit dem Arctic Freezer 33. Das ist echt top. Also, das ist quasi auch das maximale OC, was ich hier ausloten konnte. Also die 3,9 GHz mit den 1,4 Volt, das ist schon, sagen wir mal nicht das Maximum, aber das verträglichste von der Spannung her und von der Leistung her. Auch die 1,6 GHz auf der Vega APU haben sich so als Maximum jetzt hier rausgestellt. Oh. So Leute, das war's hier beim Ryzen 3 2200G Short Review mit dem Ryzen 3 Absolutely Office Budget Gaming
Teil Monster Gerät Rechner für unter 500 Euro. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich versuche dann mal ein paar Videos mehr zu machen und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.